Sandra, ich bin Mitglied bei dem Weingärtner Magelsheim und komme aus dem kleinen, aber feinen Queckbronn bei Weigersheim. Also gerade ist es nochmal wichtig, dass ich eben Luft mache in der Traubenzone, damit die Trauben nicht das Faulen anfangen und dass bei Niederschlägen die Beeren schnell abtrocknen können, dass wir so ein sauberes und reifes Lesegut ernten können. Draußen in der Natur zu arbeiten, jeden Tag was anderes zu erleben. Und die Arbeit im Weinberg ist einfach total vielfältig, weil wir jetzt sehen können, sind wir jetzt hier wieder an einer anderen Rebsorte, da ist immer ein bisschen was anderes zu beachten. Jede Rebsorte ist anders, jede Rebsorte hat seinen eigenen Charakter und ich finde es einfach schön, am Ende des Jahres das Produkt im Glas zu haben, wo ich letztendlich das ganze Jahr hart dafür gearbeitet habe. Hauptrebsorten im Weinbau sind Müller-Thurgau, Silvaner, Schwarzriesling, Regent, Tauberschwarz natürlich. Also wir haben eigentlich alles, was hier im Taubertal wichtig ist und was hier hingehört. Ich selber habe auch einen kleinen Weinberg, beziehungsweise zwei kleine Weinberge mit Müller, Silvaner und Schwarzriesling. Habe jetzt gerade auch eine Ausbildung fertig gemacht zur Winzerin und gehe ab Oktober noch studieren nach Geisenheim. Spiele Weinbau eigentlich so seit meiner Geburt eine Rolle. Also in dem Jahr, wo ich geboren worden bin, haben meine Eltern den ersten Weinberg gekauft, weil sie eigentlich eine Heckenwirtschaft aufmachen wollten. Und dann im Laufe der Jahre sind wir einfach immer größer geworden, dass wir jetzt halt eben ja schon relativ viel Fläche haben, die wir nach Magelsheim abliefern. Und im Laufe der Jahre wurde ich nach Magelsheimer Weinkönigin und da habe ich eigentlich erst so das Interesse am Wein letztendlich gefunden. Und seitdem habe ich mich besonders für Wein interessiert und mich entschlossen, die Ausbildung zu machen zur Winzerin. Auf dem Winterberg, hinter uns seht ihr Weigersheim und hier unten noch den Weigersheimer Schlossgarten. An Weigersheim besonders schön finde ich, dass das Vorbachtal ins Taubertal fließt und wir somit unheimlich viele Lagen hier rund um Weigersheim haben, wie jetzt hier oben zum Beispiel den Winterberg oder rechts von uns den Schmecker und hinter uns den Karlsberg und die Hart. Zum Wohl!